Also, Sie haben uns den Ferdinand erschlagen, sagte die Bedienerin zu Herrn Schweg, der vor Jahren den Militärdienst quittiert hatte, nachdem er von der militärärztlichen Kommission endgültig für blöd erklärt worden war und der sich nun durch den Verkauf von Hunden, hässlichen, schlechtrassigen Scheusälern ernährte, deren Stammbäume er fälschte. Neben dieser Beschäftigung war er von Rheumatismus heimgesucht und rieb sich gerade die Knie mit Opel-Deldoc ein. »Ja, was denn für einen Ferdinand, Frau Müller?« fragte Schweg. »Ich kenne nämlich zwei Ferdinande. Einen, der ist Diener beim Drogisten Pruscher und hat dort einmal aus Versehen eine Flasche mit einer Haartinktur ausgetrunken. Und dann kenne ich noch den Ferdinand Kokoschka, der was den Hundedreck sammelt. Na, und um beide ist doch keine Schad. Nein, aber, Herr, den Herrn Erzherzog Ferdinand, den aus Konopischer, diesen dicken, frommen.« »Jesus Maria«, schrie Schweg auf, »das ist aber gelungen. Und wo ist ihm denn das passiert, dem Herrn Erzherzog?« »In Sarajevo. Ja, in Sarajevo haben sie ihn mit einem Revolver niedergeschossen, Herr. Er ist dort mit seiner Frau Erzherzogin in Automobil gefahren.« »Ah, das schau her. Im Automobil, Frau Müller? Na ja, so ein Herr kann sich das erlauben und denkt gar nicht daran, wie so eine Fahrt im Automobil unglücklich ausgehen kann. Und noch dazu in Sarajevo, ja, das ist in Bosnien, Frau Müller. Das haben sicher die Türken gemacht. Wir hätten ihnen halt dieses Bosnien und Herzegowina nicht nehmen sollen. Na also, Frau Müller, der Herr Erzherzog ruht also schon in Gottes Schoß. Hat er sich lang geplagt? Nein, nein, der Herr Erzherzog war gleich weg. Ne, Herr, Sie wissen ja, so ein Revolver ist kein Spaß. Unlängst hat auch ein Herr bei uns in Nuschel mit so einem Revolver gespielt und die ganze Familie erschossen, mitsamt dem Herrn Hausmeister, der nachschauen gekommen ist, wer dort im dritten Stock schießt. Aber mancher Revolver geht nicht los, Frau Müller, und wenn Sie sich dabei auf den Kopf stellen. Solche Systeme gibt's viele. Aber auf den Herrn Erzherzog haben Sie sich gewiss was Besseres gekauft. Und ich möchte auch wetten, Frau Müller, dass sich der Mann, der das getan hat, dazu schön angezogen hat. Nämlich auf einen Herrn Erzherzog schießen. Oh, Sie, das ist eine schwere Arbeit. Da müssen Sie im Zylinder kommen, damit Sie nicht ein Polizist schon vorher arretiert. Wenn Sie einen Erzherzog oder den Kaiser erschlagen wollten, möchten Sie sich sicher doch auch vorher mit jemandem beraten. Mehr Leute haben immer mehr Verstand. Der eine rät ihnen das, der andere wieder was anderes. Und so wird das Schwerste leicht vollbracht, wie es in unserer Volkshymne heißt. Dasselbe Schicksal wartet noch auf viele Leute. Sie werden sehen, Frau Müller, dass auch noch der Zar und die Zarin an die Reihe kommen, dass eine Zeit kommen wird, wo die Kaiser einer nach dem anderen abdampfen werden und wo sie dann nicht einmal die Staatsanwaltschaft herausreißen wird. Ich möchte mir dann für sowas einen Browning kaufen. Der schaut aus wie ein Spielzeug, aber Sie können damit in 2 Minuten 20 Erzherzige niederschießen, magere oder dicke. Obgleich man unter uns gesagt, Frau Müller, in einen dicken Herrn Erzherzog besser trifft als in einen mageren. Erinnern Sie sich noch, wie Sie damals in Portugal Ihren König erschossen haben? Der war auch so dick. Na, selbstverständlich wird ein König nicht mager sein. Also, ich gehe jetzt ins Wirtshaus zum Kelch. Und wenn jemand daherkäme, um den Hund auf den Rattler, auf den ich mir die Anzahlung genommen habe, dann sagen Sie ihm, dass ich ihn in meinen Hundezwinger am Land habe, dass ich ihm unlängst die Ohren kupiert habe und dass man ihn jetzt noch nicht transportieren kann, solange die Ohren nicht zuheilen, damit er sich nicht verkielt. Und den Schlüssel von der Wohnung geben Sie bitte schön zur Frau Hausmeisterin. Im Wirtshaus zum Kelch saß ein einsamer Gast. Es war der Zivilpolizist Brettschneider, der im Dienste der Staatspolizei stand. Der Wirt, Balivetsch, spülte die Gläser ab und Brettschneider bemühte sich vergeblich, mit ihm ein ernstes Gespräch anzuknüpfen. Sieh, Herr Wirt, da ist doch einmal ein Bild vom Kaiser gehangen, ließ er sich nach einer Weile vernehmen. Gerade dort, wo jetzt der Spiegel hängt. Ja, da haben's recht, antwortete Herr Balivetsch. Er ist dort gehangen. Aber die Fliegen haben auf ihn geschissen. So habe ich ihn auf den Boden gegeben.
Sie wissen ja, jemand könnte sich irgendeine Bemerkung erlauben und man könnte davon noch Unannehmlichkeiten haben. Hab ich das nötig? Schweg bestellte bei seinem Eintritt in das Wirtshaus ein schwarzes Bier mit folgender Bemerkung. In Wien haben Sie heute auch Trauer. Also der Herr Erzherzog ruht schon in Gottes Schoß. Nur Gott gebe ihm ewigen Frieden. Er hat's nicht einmal erlebt, dass er Kaiser geworden ist. Diese Paraden führen nie zu was Gutem. In Sarajevo war auch so eine Parade. Ich erinnere mich, dass mir bei so einer Parade einmal 20 Knöpfe bei der Montur gefällt haben und dass ich dafür 14 Tage Einzelhaft gefasst habe. 2 Tage davon bin ich krumm geschlossen gelegen, wie Lazarus. Aber Disziplin muss beim Militär sein, sonst möchte sich ja niemand aus jemandem was machen. Unser Oberleutnant Makowetsch hat uns immer gesagt, Disziplin, ihr Haiochsen, muss sein, sonst möchte die ja wie die Affen auf die Bäume klettern. Aber das Militär wird aus euch Menschen machen, ihr Trotteln. Nun, ist das nicht wahr? Stellen Sie sich einen Park vor, sagen wir auf dem Karlsplatz, und auf jedem Baum ein Soldat ohne Disziplin. Davor habe ich immer die größte Angst gehabt. Das Attentat in Sarajevo, knüpfte der Zivilpolizist Brettschneider an, das haben die Serben gemacht. Da irren Sie sich aber sehr, antwortete Schweg. Das haben die Türken gemacht, wegen Bosnien und Herzegowina. Und Schweg legte seine Ansichten über die internationale Politik Österreichs auf dem Balkan dar. Na ja, also ein Verlust ist es. No, das lässt sich nicht leugnen. Ein furchtbarer Verlust. Der Ferdinand lässt sich nicht durch jeden beliebigen Trottel ersetzen. Nur noch dicker hätte er sein sollen. Wie meinen Sie denn das? Warf Brettschneider ein. Na ja, nur so. Wenn er dicker gewesen wäre, dann hätte ihn sicher schon früher der Schlag getroffen, wie er die alten Weiber auf seinem Gut in Konopischl gejagt hat, wenn sie in seinem Revier Reisig und Schwämme gesammelt haben. Und dann hätte er nicht eines so schmählichen Todes sterben müssen. Wenn ich mir das so überlege, ein Onkel seiner Majestät des Kaisers, na bedenken Sie, seinen Sohn Rudolf hat er im zarten Alter in voller Manneskraft verloren, seine Gemahlin Elisabeth hat man ihn mit einer Feile durchbohrt, dann ist ihm noch der Johann Ort verloren gegangen, sein Bruder, den Kaiser von Mexiko, hat man ihm an einer Mauer erschossen und jetzt haben sie ihn auf seine alten Tage den Onkel abgemurkst. Da muss man doch wirklich eiserne Nerven haben. Aber Krieg mit den Türken muss sein. Ha, ihr habt meinen Onkel erschlagen, da habt ihr eins dafür über die Kuschen. Es gibt bestimmt Krieg. Serbien und Russland werden uns in diesem Krieg helfen. Oh, Sakra, werden wir die Feinde dreschen. Schweg sah in diesem prophetischen Augenblick herrlich aus. Sein einfältiges Gesicht lächelte wie der zunehmende Mond und glänzte vor Begeisterung. Es kann sein, fuhr er in seiner Schilderung der Zukunft Österreichs fort, dass uns, wenn wir mit den Türken Krieg führen, die Deutschen in den Rücken fallen, weil ja die Deutschen und die Türken zusammenhalten. Wir können uns aber mit Frankreich verbinden, das seit dem Jahr 71 auf Deutschland schlecht zu sprechen ist. Und schon wird's gehen. Es wird Krieg geben, mehr sag ich euch nicht. Zivilpolizist Brettschneider stand auf und sagte feierlich, Schweg habe sich einer Reihe strafbarer Handlungen schuldig gemacht, unter denen auch das Verbrechen des Hochverrats eine Rolle spiele. Und Brettschneider zeigte auch Herrn Palivetsch den Ausweis. Rufen Sie Ihre Frau herein. Übergeben Sie alles. Und heute Abend werden wir auch Sie abholen. Also macht ihr doch nichts draus, tröstete ihn Schweg. Ich gehe ja nur wegen Hochverrat hin. Na ja, aber wofür ich? Stöhnte Herr Palivetsch. Ich war doch so vorsichtig. Brettschneider lachte und sagte siegesfroh. Dafür, dass Sie gesagt haben, dass die Fliegen auf unseren Kaiser geschissen haben. Man wird Ihnen schon unseren Kaiser aus dem Kopf treiben. Und während Herr Brettschneider Schweg in die Aufnahmekanzlei des Polizeireviers führte, übergab Herr Palivetsch im Kelch die Gastwirtschaft seiner weinenden Frau, wobei er sie tröstete. Also wein doch nicht, heil nicht. Was können die mir wegen eines beschissenen Kaiserbilds schon machen? Und so griff der brave Soldat Schweg in seiner freundlichen Weise in den Weltkrieg ein. Den Historiker wird es interessieren, dass er weit in die Zukunft voraussah. Die Kommission der Gerichtsärzte, die entscheiden sollte, ob der geistige Horizont Schwegs all den Verbrechen, deren er angeklagt war, entspreche oder nicht,
bestand aus drei ungewöhnlich ernsten Herren, deren Ansichten bedeutend auseinandergingen. Sie vertraten drei verschiedene wissenschaftliche Schulen und psychiatrische Anschauungen. Wenn es im Falle Schweig zwischen diesen entgegengesetzten wissenschaftlichen Lagern zu einer völligen Übereinstimmung kam, lässt sich dies nur durch den niederschmetternden Eindruck erklären, den Schweig auf die ganze Kommission machte. Beim Betreten des Zimmers, in dem sein Geisteszustand geprüft werden sollte, rief er nämlich aus, als er auf der Wand das dort hängende Bild des österreichischen Monarchen bemerkte: Meine Herren, es lebe Kaiser Franz Josef I. Die Sache war vollkommen klar. Durch die spontane Kundgebung Schwegs entfiel eine ganze Reihe von Fragen und es bedurfte nur noch einiger, die wahre Geistesverfassung Schwegs festzustellen. Schweg, ist Radium schwerer als Blei? Ich hab's bitte noch nicht gewogen, antwortete Schweg. Glauben Sie an das Ende der Welt? Na, zuerst müsste ich dann das Ende der Welt sehen, meine Herren. Aber morgen werden wir es noch nicht erleben. Könnten Sie den Durchmesser der Erdkugel ausmessen? Jesus Maria, das möchte ich bitte nicht treffen, antwortete Schweg. Aber ich möchte Ihnen, meine Herren, auch ein Rätsel aufgeben. Es ist ein dreistöckiges Haus. In diesem Haus sind in jedem Stock 8 Fenster. Auf dem Dach sind 2 Giebel und 2 Kamine, in jedem Stock 2 Mieter. Und jetzt sagen Sie mir, meine Herren Doktoren, in welchem Jahr ist dem Hausmeister seine Großmutter gestorben? Genickt, sagte der Vorsitzende der Kommission. Wir können den Angeklagten wieder abführen. Ich danke Ihnen, meine Herren, sagte Schweg ehrerbietig. Mir genickt's auch. Die Kommission der Gerichtsärzte, die Schweg untersuchten, kamen überein, dass er ein notorischer Blödian und Idiot nach allen von den psychiatrischen Wissenschaften erfundenen Naturgesetzen sei. In dem an den Untersuchungsrichter abgesandten Bericht stand unter anderem: Die endesgefertigten Gerichtsärzte stützen sich in ihrem Urteil bezüglich auf völliger geistiger Stumpfheit und angeborenem Kretinismus des der oben angeführten Kommission zugewiesenen Josef Schweg auf Aussprüche wie »Es lebe Kaiser Franz Josef I.«, welcher Ausspruch vollkommen genügt, um den Geisteszustand Josef Schwegs als den eines notorischen Idioten erkennen zu lassen. Die endesgefertigte Kommission beantragt daher erstens Einstellung der Untersuchung gegen Josef Schweg, zweitens Überführung Josef Schwegs zur Beobachtung in die psychiatrische Klinik zwecks Feststellung, wie weit sein Geisteszustand für seine Umgebung gefährlich ist. Wenn Schweg später sein Leben im Irrenhaus schilderte, geschah dies unter ungewöhnlichen Lobpreisungen. Ich weiß wirklich nicht, warum die Narren sich ärgern, wenn man sie dort einsperrt. Man kann dort nackt auf der Erde kriechen, heulen wie ein Schakal, toben und beißen. Wenn man das irgendwo auf der Promenade machen möchte, na, da möchten die Leute sich schön wundern. Aber dort ist das selbstverständlich. Oh, dort gibt's eine Freiheit, wie sie sich nicht einmal die Sozialisten haben träumen lassen. Man kann sich dort sogar für den Herrgott oder für die Jungfrau Maria ausgeben oder für den Papst oder für den König von England oder für seine Majestät den Kaiser oder für den heiligen Wenzel, ob zwar der Letztere immer in der Isolierzelle gelegen ist. Einer, der war auch dort, der hat geschrien, er ist ein Erzbischof, aber der hat nichts anderes gemacht als gefressen. Einer hat sich dort sogar für den heiligen Cyril und den heiligen Method ausgegeben, damit er 2 Portionen kriegt. Und ein Herr war dort schwanger und hat jeden zur Taufe eingeladen. Dann hat's noch sehr viele eingesperrte Schauspieler, Politiker, Fischer, Pfadfinder, Markensammler, Fotografen und Maler gegeben. Einer war dort wegen irgendwelchen alten Töpfen, die er Aschenurnen genannt hat. Einer war immerfort in der Zwangsjacke, damit er nicht ausrechnen kann, wann die Welt untergehen wird. Auch mit ein paar Professoren bin ich dort zusammengekommen. Einer von ihnen hat mir auseinandergesetzt, dass im Innern der Erdkugel noch ein viel größerer Erdball ist als oben auf. Jeder hat dort sprechen können, was er gewollt hat und was ihm gerade auf die Zunge gekommen ist, wie wenn er im Parlament wäre. Manchmal haben sie sich auch dort Märchen erzählt und sich ein bisschen gerauft, wenn's mit irgendeiner Prinzessin sehr schlecht ausgefallen ist.